Hallo und herzlich willkommen zu unseren CSP2 Inspiration Weeks. Heute mit dem Thema Super Apps im B2B-Umfeld mit dem Emanuele Palato von Bluezone, an den ich gleich übergeben werde. Aber zunächst wieder ein paar Worte zur Organisation. Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet. Sie können aber ihre Fragen über die Q&A-Chat-Funktion stellen. Und die werde ich dann an den Emanuele weitergeben, damit er sie beantwortet. Wahrscheinlich dann eher zum Ende der Session. Oder Sie können natürlich auch gerne auf den Emanuele direkt zugehen nach unserer Session hier heute. So, und das Ganze wird natürlich auch wieder aufgezeichnet und kann über den Link dann im Nachgang auch wieder abgerufen werden. Genau, das waren die wichtigsten Sachen schon und jetzt übergebe ich an dich, Emanuele. Ja, vielen Dank, Dirk. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mit unserem heutigen Thema. Vielen Dank, dass ich heute wieder dein Gast sein darf. Und ja, einen schönen guten Tag an alle in die Runde. Wir sprechen heute über das Thema Super-Apps, ein Thema, was wir selbst bei Bluezone sehr, sehr spannend finden. Das ist ein Trend, den wir ganz genau beobachten seit ein paar Jahren. Vielleicht fragt sich der eine oder der andere, was ist eine Super-App überhaupt? Oder Sie haben vielleicht schon davon gehört, im Zusammenhang mit WeChat oder anderen Consumer-Apps, und fragen sich, was hat das überhaupt mit dem B2B-Umfeld zu tun? Genau das ist unser Plan. Also ich habe eine Agenda, beziehungsweise es sind Fragen, die wir heute gemeinsam versuchen zu beantworten. Das heißt, was Sie erwarten dürfen in der nächsten halben, dreiviertel Stunde, sind ein paar Antworten oder unsere Meinung, unsere Sicht auf diese Dinge, auf diese Fragen, was sind denn Super-Apps überhaupt und warum sind Super-Apps im B2C-Stand heute so erfolgreich, zumindest in bestimmten Regionen der Welt? Welches Potenzial haben eben Super-Apps im B2B? Und gibt es heute schon B2B-Super-Apps? Gibt es konkrete Beispiele? Also wir wollen heute auch nicht nur abstrakt sprechen, sondern uns ein paar konkrete Beispiele angucken. Gibt es schon welche und was machen sie, um eine Super-App zu sein? Und ich glaube, die ganz spannende Frage ist, was haben wir denn davon? Warum ist das Thema für uns spannend? Sei es, wenn Sie ein mittelständisches Unternehmen sind oder Sie sind vielleicht ein CSP-Partner, ein IT-Dienstleister und fragen sich, was soll man mit diesem Super-Apps-Thema anfangen? So, und bevor wir in die Thematik einsteigen, möchte ich vielleicht ein paar Worte über uns sagen. Dirk, ich habe ein Flashback mitgebracht heute, damit wir auch den Teilnehmern erzählen können, wer wir sind, wer ist die Bluezone und warum sprechen wir über Apps Sehr schön. oder heute über Super-Apps. Und du siehst ganz links eine Folie aus dem Jahre 2010, als die Bluezone ganz am Anfang angefangen hat, Noch ein sich mit dem Schwarz-Weiß sozusagen. Genau, schwarz-weiß, zumindest die rechte Seite. Das ist tatsächlich eine uralte Folie von uns, wo wir gesagt haben, wir sind auf Kunden zugegangen und haben gesagt, wir beschäftigen uns mit den Themen Cloud und Private Cloud und Mobile. Das sind zwei ganz neue Trends, die wir super spannend finden. Und deswegen setzen wir schon auf Azure. Also 2010 ging es ja erst los mit Azure. Microsoft Azure war ja nicht besonders alt, 2010. Und da haben sich auch viele gefragt, ja, was soll man damit anfangen? Irgendwie Cloud ist ganz böse und Mobile, naja, das ist ja so ein Consumer-Thema. Was wollt ihr im B2B mit Cloud und Mobile machen? Wir sind aber hartnäckig dran geblieben. 2015 wurden wir Microsoft-Partner des Jahres für Deutschland, für unsere Leistung im Bereich Cloud und Mobile. Also das ist ein Foto, ihr seht ein Foto von unserem Geschäftsführer Richard Meier auf der Worldwide Partner Conference in Orlando 2015. Das heißt, irgendwas haben wir richtig gemacht in diesem Bereich. Und heute haben wir vor allem im Bereich Cloud und Mobile ein Standardprodukt mit einer eigenen Marke namens Polumana mit mehr als 17.000 Named User weltweit, die dieses Cloud- und Mobile-Produkt nutzen. Das heißt, damals haben wir auf die richtigen Trends gesetzt. Wir waren hellhörig und ja, jetzt hat sich sozusagen eine große Säule in unserem Geschäftsmodell dadurch entwickelt. Und deswegen gucken wir auch weiter und überlegen uns, was gibt es heute für spannende Trends, die vielleicht in 10 Jahren auch wirklich, ja, die Welt bewegen sozusagen und auch wirklich für uns natürlich neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. So, deswegen gucken wir uns jetzt zusammen erstmal das Thema Super-Apps Stand heute an. Also das heißt, was man aus dem B2C kennt. Was hat dieses Thema an sich? Wir haben Apps, alle haben Apps in den Stores. Gibt es
unendlich viele Apps gefühlt. Ich habe eine aktuelle Zahl gefunden. Im App Store gibt es 2,2 Millionen Apps, im Google Play Store fast 3,5 Millionen Apps, Tendenz steigend. Die Apps waren eine riesen Erfolgsgeschichte natürlich, weil die einfach das Nutzererlebnis maximal verbessert haben. Es gibt keine Anmeldemasken, deine Daten sind bereits hinterlegt. Du kommst mit weniger Fingertips zur gewünschten Funktion. Die ganze UX natürlich, also die App selbst ist so gestaltet, dass du deinen Zweck so schnell wie möglich erfüllen kannst, an deinen Informationen und Inhalten und Daten und Funktionen sehr schnell kommst, in einer dedizierten Umgebung, die genau für diese Funktion gemacht ist. So, jetzt erreichen wir langsam ein Plateau, wo es für jeden Mist sozusagen eine App gibt. Das ist kein Problem. Die Nutzer haben sich daran gewöhnt. Die Geräte geben es auch her. Das heißt, es gibt genug Speicherplatz, es gibt genug Leistung, um auch wirklich auf einem Enddevice beliebig viele Apps laufen zu lassen. Gar kein Problem. Was darunter leidet, ist, wenn überhaupt sozusagen ein bisschen das Nutzererlebnis, dass ich zwischen verschiedenen Apps springen muss. Aber auch das ist sozusagen, wird weitestgehend akzeptiert. Was vielleicht die User nicht mehr ganz akzeptieren, ist wirklich für jede kleine Aufgabe eine neue App herunterzuladen. Vielleicht ist das mühsam, sich vielleicht irgendwie neu anzumelden, ein Konto anzulegen. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Und dennoch beobachten wir vor allem im asiatischen Raum, aber auch in Lateinamerika, dass da Super-Apps entstehen. Das heißt Apps, die verschiedene Funktionen in einer App konsolidieren. Und diese Super-Apps, da gibt es die ganz berühmten Beispiele in China, WeChat oder Alipay sind sicherlich die ganz großen, aber auch in anderen Ländern gibt es Grab in Singapur, Paytm in Indien, Zolo in Singapur, die Liste ist noch länger, Kakao in Südkorea und wie die alle heißen. So, die haben alle was gemeinsam, die haben natürlich sehr, sehr viele Nutzer und sie vereinen viele Funktionen, viele Use Cases in einer App. Und das ist natürlich spannend. Wir versuchen jetzt die Frage zu beantworten, warum waren sie so erfolgreich? Also gucken wir uns erstmal das Beispiel WeChat an. Das ist wirklich nur ein Auszug aus den vielen Möglichkeiten, die WeChat anbietet. Das heißt, ein WeChat-User kann diese App öffnen und eine Nachricht schicken, Geld übersenden, ein Auto konfigurieren, einen Reinigungsdienst bestellen oder was weiß ich, was alles tun. Also im Prinzip den ganzen Alltag von einer Privatperson in China kann über eine einzige App abgebildet werden, die eine Besonderheit hat. Diese App besteht aus vielen Mini-Programmen, die der User selbstständig herunterladen kann und frei entscheiden kann, ob er das braucht, wann er das braucht und wann er das wieder löscht oder nicht mehr nutzen will. So. 2022 hat WeChat mehr als 1,2 Milliarden Nutzer gehabt. Und es gibt mehr als 3,5 Millionen Mini-Programme, die über WeChat laufen. Das ist natürlich, das sind gigantische Zahlen, die uns natürlich zumindest zum Nachdenken bewegen. Irgendwas machen sie richtig an der Stelle. Also es muss ein Grund sein, warum diese Apps so erfolgreich sein. Außer, dass alles in einer App stattfindet. Und das ist eben der erste Knackpunkt, die erste Erkenntnis in der Runde. Es geht nicht nur um eine reine Frontend-Integration von verschiedenen Diensten. Es geht darum, dass in Super-Apps Daten und auch Kontoinformationen verknüpft werden, um Nutzern ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Das heißt, ich habe keine losen Mini-Apps, die eine einzelne Funktion erfüllen, sondern ich habe eine Wertschöpfung aus Datenverknüpfung zwischen Apps. Das ist natürlich sehr spannend. Jetzt werden wahrscheinlich die Ersten, die sich ein bisschen mit dem Thema auskennen oder die sowas hören, die denken, aber Datenschutz, wie Informationen aus verschiedenen Daten, aus verschiedenen Konten und Funktionen verknüpfen. Ja, das ist ein Thema. Wir kommen gleich dazu. Wir fragen uns aber vorerst, warum die Adoption von Super-Apps in Asien und Lateinamerika
so exorbitant höher ist als bei uns in Europa oder vielleicht sogar in den USA. Und ich habe eine relativ aktuelle Statistik gefunden über die Nutzerzahlen, so Mobile-Nutzer, Besitzer von Smartphones und Handy-Devices. Klar, das überrascht uns nicht. China und India ganz vorne mit dabei. Die haben auch eine gigantische Bevölkerung, deswegen ist die Userbasis auch entsprechend groß. Und insgesamt sind viele Länder, die Super-Apps benutzen, wie China, Indien, Brasilien, selbst Indonesien, große Länder mit einer großen Userbasis. Das heißt, selbstverständlich können wir jetzt unsere Nutzerzahlen aus Deutschland nicht wirklich mit China oder Indien vergleichen. Dennoch ist das nicht der einzige Grund, warum diese Super-Apps so eine hohe Akzeptanz in gewissen Ländern haben und bei uns sich diese Modelle nicht wirklich oder noch nicht durchgesetzt haben. Und um das besser zu erklären, habe ich eine aktuelle Studie von Deloitte gefunden, wo versucht wird zu erklären, was eine Super-App wirklich ausmacht. Das heißt, ihr seht in dieser Tabelle leider auf Englisch, aber ich glaube, die Überschriften verstehen wir alle in der Runde. Hier werden verschiedene sehr populäre Tools verglichen, gegenübergestellt, die verschiedene Funktionen anbieten. Also sind alle Multi-Service, wie es da steht. Da steht Microsoft Office zum Beispiel, Google Maps, Spotify oder eben zwei Super-Apps wie WeChat oder Zalo. So, was haben wir alle gemeinsam? Die verbinden und vereinen verschiedene Services, verschiedene Funktionen in einer App. Soweit, so gut. Es gibt eine einzige Mobile-App für alle diese Services, also zumindest für einige davon. Das reicht aber eben nicht aus, um eine Super-App auszumachen. Also alleine, dass verschiedene Module und Funktionen und Services vereint werden über eine App, reicht nicht aus. Was wirklich eine Super-App, zumindest im B2C-Bereich, ausmacht, sind zwei Themen. Das ist die Möglichkeit, Zahlungstransaktionen abzuwickeln. Also ein Grund, warum WeChat, Alipay und alle diese Apps besonders erfolgreich wurden, ist, dass die finanzielle Transaktionen abbilden können, also sich wirklich auch als Zahlungstools anbieten können. Und auf der anderen Seite, das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, die Datenverknüpfung zwischen verschiedenen Diensten. So, und es ist ja so, dass gerade diese letzten zwei Punkte, die Sie von anderen Multi-Service-Apps unterscheiden, entscheidend für das Geschäftsmodell von Super-Apps in diesen Ländern sind. Also wie verdienen WeChat, Zalo und alle diese Anbieter Geld in B2C durch Provisionen auf Zahlungstransaktionen und durch personenbezogenen Daten, sagen wir mal so aus europäischer Sicht, die gesammelt werden, um zum Beispiel eine bessere Werbung anzubieten, wobei asiatische Länder nicht so werbungsorientiert sind wie Europäer und Amerikaner. Aber insgesamt, um den Nutzer noch zielgerichteter irgendwelche Funktionen zu suggerieren oder eben sein Nutzererlebnis zu maximieren. Das sind die Säulen vom Geschäftsmodell von Super-Apps in diesen Ländern. Und dann wird es langsam klar, warum sie in Europa vielleicht noch nicht wirklich Fuß gefasst haben. Wir bleiben bei dem Thema und schaffen somit jetzt langsam eine Überleitung zum B2B-Thema, warum wir meinen, dass das Thema Super-Apps in Europa, also bei uns in Deutschland, in europäischen Ländern, im B2B vielleicht sogar spannender sein könnte als im B2C-Umfeld. Es sieht so aus. Wenn wir uns jetzt diese zwei USPs von Super-Apps angucken, dann sehen wir eben ein grünes Licht in Asien und in Lateinamerika im B2C-Bereich. Die Integration verschiedener Funktionen in einer App und die Abwicklung von Zahlungstransaktionen sind zwei große Themen, wo die Super-Apps-Anbieter sich breit gemacht haben, weil in den Märkten zum Zeitpunkt des Aufgangs der Super-Apps es eigentlich keine Platzhirsche gegeben hat, die diese Felder schon besetzt haben. Das heißt,
WeChat und an Alipay haben sich wirklich breit machen können und auch wirklich in Funktionen und Felder rein können, wo Lücken waren. Das ist in Europa im B2C-Umfeld sicherlich ganz anders, auch in den USA. Super-Apps haben es schwer, zusätzliche Funktionalitäten anzubinden, weil wir natürlich schon eine Fülle an hochspezialisierten Apps haben, die schwer zu übertreffen sind. Wie sieht es bei uns jedoch im B2B-Bereich? Wir erleben es jeden Tag mit unserem Produkt. Wir haben ein hochfragmentiertes Ökosystem an verschiedenen Softwarelösungen für B2B. Und mobile User, ich wiederhole, wir sprechen heute über ein Mobile-Thema. Super Apps ist wirklich ein Mobile-Thema. Mobile User tun sich nach wie vor sehr schwer, nahtlos einen Zugang zu den Daten zu bekommen, die sie brauchen, um produktiv zu arbeiten. Wenige B2B-Systeme bieten vernünftige Mobile-Lösungen. Also ja, fast alles hat irgendwie eine Mobile-App dazu. Das ist eine Web-Anwendung auf dem Smartphone, wo ich die gleichen Inhalte aus der Webversion sehe und irgendwie in einer mobilen Darstellung angezeigt bekomme. Das ist jetzt aber kein Mobile-First-Ansatz, wo ich wirklich das Nutzererlebnis für einen mobilen Nutzer verbessere und versuche auch sozusagen was oben drauf zu setzen, damit er mobil sogar besser arbeiten kann als in einer Webumgebung. Nein, die werden für Desktop entwickelt und dann gibt es eine Mobile-Version davon. Das heißt, da gibt es Potenzial. Das ist ein Thema, wo wir Stand heute, auch wenn wir sozusagen keine hundertprozentige Super-App haben mit unserem Produkt, wo wir schon dran sind, weil da wirklich ein Riesen-Pain ist bei den Kunden. Ich habe viele Systeme, die Anzahl an Software-Programmen, die ich bedienen muss in meinem Alltag als Nutzer, wird immer größer. Das heißt, ich muss zwischen verschiedenen Systemen wechseln. Ich wünsche mir vielleicht eine gewisse Konsolidierung. Und wenn ich mobil arbeiten muss, weil ich zum Beispiel im Außendienst unterwegs bin oder viel im Shopfloor, im Lager oder in der Produktion unterwegs bin, sind diese Tools ja teilweise gar nicht oder sehr schlecht für eine mobile Nutzung optimiert. Riesenthema im B2B. Zweites Thema, USP, die Datenverknüpfung zwischen verschiedenen Apps, verschiedenen Systemen, die Mehrwerte schaffen sollen. Das funktioniert zum Beispiel in Asien, in China sowieso recht gut. Da ist die Einstellung der Nutzer ein bisschen eine andere, was die Datenschutzthemen angeht. Da sind sie nicht so empfindlich und sind mehr bereit, sozusagen auch diese Datenverknüpfungen zu akzeptieren, dass sich Anbieter über einen Super-App-Anbieter auch Daten austauschen, um das Kundenerlebnis zu maximieren. Das geht bei uns im B2C-Bereich eigentlich gar nicht. Ich habe die Ampel auf Gelb gesetzt, aber eigentlich ist in diesem Feld tiefrot. Das geht nicht. Wir haben eine Datenschutzverordnung oder Grundverordnung, die verhindert, dass Anbieter uneingeschränkt Daten zwischen Apps und Funktionen austauschen. Der User, wir sind King und entscheiden, welchen Anbieter welche personenbezogenen Daten zulassen und welche Datenverknüpfungen überhaupt wir zulassen. Das heißt, wenn meine Fitbit-App mit der Apple Fitness-App sprechen will, dann muss ich das explizit freigeben. Ansonsten dürfen sie nicht automatisch miteinander Daten austauschen. Und das ist ein riesiger Unterschied und auch ein Riesenhindernis für diese Super-App-Thematik, weil einfach die USPs dieses ganzen Konstruktes wegfallen. Aber nochmal und somit sozusagen nochmal die Brücke zum B2B-Thema. Bei Verknüpfung von Unternehmensdaten geht es nicht um personenbezogenen Daten, sondern es geht um Unternehmensdaten. Da spricht auch in Europa nichts dagegen, intelligente, sinnvolle Verknüpfungen zwischen Daten aus verschiedenen Systemen herzustellen, um deutliche Mehrwerte für den Nutzer, für den Geschäftskunden, für den Geschäftsnutzer zu generieren. Also super spannend, das Thema Super-Apps hat aus unserer Sicht bei uns in Deutschland, in Europa, auch in den USA, im B2B-Bereich ein großes Potenzial. Wie kann das aussehen? Gut. Wir sind, wie gesagt, seit 10 Jahren plus im mobilen B2B-Umfeld unterwegs und beobachten
andere Trends? Worum geht es? Was erwarten Nutzer von mobilen Apps im B2B? Erstmal gibt es einen Trend. Ich glaube, das werden alle Teilnehmer und allen Zuschauer auch mit uns teilen. Wir erleben im Softwaremarkt eine progressive Verschiebung von Technologiesilos. Das heißt, ich habe einen Technology-Push-Ansatz, wie man schon sagen würde. Ich habe verschiedene Systeme, die gewisse Daten verwalten können. Das heißt, ich habe ein ERP für gewisse Prozessdaten, ich habe ein CRM für Kundendaten, ich habe ein PIM-System für Produktinformationen. Das heißt, technologiegetrieben, datengetriebene Silos hin zu Applikationen, die Geschäftsprozesse ganzheitlich automatisieren. Ja? Das heißt, unabhängig von den Vorsystemen, die darunter liegen, das ist auch so ein bisschen unsere Produktphilosophie. Der IT-Berater geht zum Kunden und sagt nicht mehr, brauchst du ein ERP, brauchst du ein CRM, sondern wir brauchen, welche Geschäftsprozesse können wir durch Digitalisierung optimieren? Und dann suchen wir sozusagen die entsprechenden Tools aus. Und die Anforderungen an Software-Applikationen, die Geschäftsprozesse automatisieren, sind im Prinzip diese vier Blöcke aus unserer Sicht. Natürlich das ganze Thema Automatisierung, also Zeitersparnis. Ich möchte wiederkehrende Aufgaben automatisieren. Das soll die Maschine für mich übernehmen, damit ich mehr Zeit habe für die wichtigsten Aufgaben. Was auch immer es ist, wenn es ein Geschäftsführer ist, will er mehr Zeit haben, um die wichtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn es ein Vertriebsmitarbeiter ist, will er mehr Zeit haben, um mit seinen Kunden zu sprechen. Und sie wollen sich nicht damit beschäftigen, irgendwelche Tabellen auszufüllen oder Daten einzutragen oder Unterschriften zu leisten und so weiter. Also das ganze Thema Zeitersparnis, Automatisierung ist ein Thema. Das nächste große Thema ist natürlich tatsächlich die Vernetzung. Also wie kann ich vielleicht Daten verknüpfen, damit ich viel schneller arbeiten kann. Ich muss die Daten nicht manuell von A nach B importieren, exportieren, sondern ich schaffe es mit wenigen Klicks sozusagen zwischen verschiedenen Systemen auch Daten zu bewegen, damit ich schnell zu meinem Ergebnis komme. Man erwartet einen gewissen Grad an Intelligenz. Also viele Kunden wünschen sich Empfehlungen. Man will, dass die Maschine nicht nur dumme Aufgaben für mich übernimmt, sondern dass sie mir hilft, meine Arbeit besser zu machen. Das heißt, dass sie mich darauf hinweist, was ich optimieren kann, sei es ein Geschäftsprozess, was automatisiert oder analysiert wird, sei es im Vertrieb, wie bei uns, irgendwelche Cross- und Upselling-Empfehlungen, damit der Verkäufer die richtigen Produkte beim Kunden platzieren kann, Optimierungspotenziale in der Logistik, in der Supply Chain, was auch immer. Man erwartet eine gewisse Intelligenz, die den Menschen hilft, schnelle Entscheidungen und bessere Entscheidungen zu treffen. Und dann das ganze Thema individuell anpassbar. Also man möchte wirklich maßgeschneiderte Lösungen, die wirklich zum eigenen Prozess passen und nicht irgendwelche Lösungen, die zwar hochstandardisiert sind, aber eigentlich nicht so wirklich zu meinem Geschäftsprozess passen. So, und wenn wir jetzt uns diese Anforderungen angucken, dann können wir uns ein paar Beispiele ansehen und überlegen, wer Stand heute im B2B wirklich schon auf dem Weg zur Super-App ist. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, weil wir hier auf einer CSP-Veranstaltung sind, habe ich mir gedacht, ich nehme ein Beispiel aus dem Microsoft-Umfeld, was jeder kennt, und das ist Teams. Teams ist eine riesen Erfolgsgeschichte, glaube ich, in den letzten Jahren gewesen, sicherlich auch pandemiebedingt mit dem Homeoffice-Thema, was natürlich tagtäglich für viele Unternehmen wurde, die Notwendigkeit da war, natürlich auch die Teams zu vernetzen, eine virtuelle Remote-Zusammenarbeit und Kommunikation zu ermöglichen. Von den vielen Diensten, die es gegeben hat, hat sich Teams wirklich durchgesetzt im B2B. Es gibt Slack, es gibt andere Tools, die natürlich ähnliche Funktionen anbieten. Aber Teams hat sich wirklich durchgesetzt mit der Chat-Funktion, mit der Videotelefonie, mit der normalen Telefonie. Ist es fast auf jedem Rechner gelandet von Geschäftskunden. Aber sicherlich haben die einen oder die anderen beobachtet, dass Microsoft mit Teams ganz stark jetzt in Drittanbieter-Apps investiert.
Wer es noch nicht gemacht hat, kann auf Apps gehen. Das ist das Screenshot, was ich da auch eingefügt habe. Und er hat die Möglichkeit, jede Menge Drittanbieter-Applikationen herunterzuladen, die in Teams eingebettet funktionieren. Was ist die Intention dabei? Naja, Microsoft versucht durch Teams so eine Art Super-App für den Büroarbeiter zu etablieren, mit dem Ziel, seinen kompletten Alltag in einer App abzubilden. Also durchaus Eigenschaften, die wir auch bei Super-Apps beobachtet haben. Ja, wie bei Super-Apps gibt es bei Teams heute schon Mini-Programme, Mini-Apps. Einige sind proprietär von Microsoft, andere werden eben von Drittanbietern angeboten. Und die alle tragen zu einem personalisierten Erlebnis für den einzelnen Nutzer bei. Das heißt, jeder User lädt sich seine Mini-Programme herunter, die er braucht, um seinen persönlichen individuellen Alltag optimal zu gestalten. Was hat Teams auch noch mit Super-Apps gemeinsam? Es gibt eine Basisfunktion, in dem Fall die Zusammenarbeit, Chatfunktion, Telefonie, die so einen krassen Use Case hat, was eine gigantische Userbasis schafft. Und das zieht natürlich Drittanbieter an und motiviert sie auch, ihre Apps in Teams einzubetten, was eine wichtige Voraussetzung ist, um eine super App zu haben. Was fehlt aber Teams? Warum ist Teams keine super App? Naja, die Hauptzielgruppe von Teams sind Büroarbeitskräfte. Ja, sie arbeiten auch mobil, work from everywhere, das steht überall drauf. Aber hauptsächlich arbeiten sie am PC. Und deswegen ist mobile und das mobile Erlebnis zwar wichtig, aber ehrlich gesagt kein zentrales Feature. Ja, es gibt eine Teams Mobile App, das ist toll. Aber viele Teams-Nutzer arbeiten am Desktop und deswegen ist das ganze Nutzererlebnis auch wirklich auf Desktop-Nutzer ausgelegt. Auch ich bin kein Techniker, ich bin kein Informatiker, aber Teams ist eine Web-Applikation und das ist sicherlich nicht das Nonplusultra für optimale Mobile Experiences. Ne? Und was auch sozusagen bei Teams nicht gegeben ist, die Mini-Apps arbeiten wie auf dem Smartphone, also so wie wir es kennen, eigentlich autark. Es findet kaum eine Verknüpfung zwischen Daten aus verschiedenen Mini-Apps der verschiedenen Anbietern und deswegen findet kaum Wertschöpfung statt an der Stelle, weil es keine Datenaggregation oder Datenaufbereitung stattfindet, was zu Mehrwerten führen kann, außer ich bündele alles und muss nicht verschiedene Programme aufmachen, sondern ich kann alles auf einer Oberfläche tun und erledigen. Also dieser USP ist relativ gering. Wir sind gespannt, wir beobachten, in welche Richtung Teams sich entwickelt. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Beispiel und das ist sozusagen aus den eigenen Reihen. Ich würde gerne so ein bisschen unser Produkt Polumana auf den Prüfstand legen und gucken, was tun wir auf dem Weg zu einer mobilen Super-App, uns zu entwickeln. Und da ist es angebracht, ganz kurz über das Produkt zu sprechen. Was macht unser Hauptprodukt, die Polumana App? Die Polumana App ist eine App für Außendienstmitarbeiter im Vertrieb oder im technischen Service und hat den Anspruch, alle Daten und Funktionen zu vereinen und zu bündeln, die diese Zielgruppe, diese User im Alltag brauchen. Es gibt verschiedene Standardmodule, Standardprogramme, Mini-Apps, wie auch immer, wie wir sie an der Stelle nennen wollen, die zusammengestellt werden können, um genau diesen Alltag vom Außendienstmitarbeiter, von diesem Unternehmen abzubilden. Außendienstorganisationen arbeiten alle unterschiedlich, die machen verschiedene Dinge. Es gibt zum Beispiel im Vertrieb welche, die nur beratend unterwegs sind. Es gibt zum Beispiel im Bereich Investitionsgütern. Es gibt Firmen, die sind verkaufend unterwegs, wo der Außendienst wirklich beim Kunden irgendwelche Bestellungen annimmt. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen, was man alles sozusagen im Außendienst, Vertrieb oder technischen Service machen kann. Und das bildet die Polumana App mit verschiedenen Modulen ab. So, das gesagt.
Können wir ein bisschen mehr unter die Haube gucken? Und ich habe eine Übersicht mitgebracht, die so ein bisschen analog zur WeChat-Übersicht aufgebaut ist, wie wir es gerade gesehen haben. Könnt ihr sehen, ja, ich habe eine App. Das ist meine Pulumana-App und der User, also der Geschäftskunde, entscheidet, welche Module, welche Funktionen er in Pulumana haben, nutzen will und natürlich kaufen möchte von uns. Wir geben nichts vor. Es ist ein Standardprodukt. Alles, was hier gesehen wird, sind Standardfunktionen, die in Pulumana abgebildet sind. Aber sie sind nicht alle standardmäßig dabei, sondern der Kunde stellt sich dann die Funktionen zusammen. Was kann man tun? Einige Beispiele. Der Klassiker, zum Beispiel im Vertriebsaußendienst, das Thema Planung und Optimierung. Das heißt, ich habe eine Kalenderfunktion, ich kann Anrufe tätigen über mein Mobile Device, ich kann eine E-Mail schicken, ich kann die Navigation zu meinem Kunden starten, ich kann meine Besuchsplanung automatisieren. Das heißt, alleine schon in diesem Bereich Planung und Optimierung sehen Sie, wir verknüpfen Daten, wie zum Beispiel Kalenderdaten oder Kundendaten, mit nativen Funktionen von einem mobilen Endgerät, wie eine Navigationsfunktion, Apple Car oder Google Maps mit der Navigation oder mit der Telefonie, das heißt mit der Telefoniefunktion. Also es ist mehr, wir verknüpfen verschiedene Fähigkeiten, die urnative Vorteile von einem Mobile Device mit Daten, die aus anderen Systemen stammen, und mobile Mehrwerte für den mobilen Nutzer zu schaffen. Wir nehmen nicht nur die Kalenderdaten von Outlook und visualisieren sie in der Pulumana-App, das wäre eine reine Datenintegration, sondern wir nutzen auch die Vorteile vom N-Device, um ein verbessertes mobiles Nutzererlebnis anzubieten. Und dann geht es weiter in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Vertriebsunterstützung, Sales Enablement auf Neudeutsch. Hier habe ich die Möglichkeit, einen digitalen Produktkatalog zum Beispiel mit anzubinden oder Marketingkampagnen, Trainingsunterlagen, multimediale Inhalte und mit einem integrierten Player, um zum Beispiel beim Kunden irgendwelche Videos oder Bilder zu zeigen. Es geht um Verkaufsfunktionen zum Beispiel, wenn eine Verkaufsorganisation oder Serviceorganisation auch tatsächlich irgendwelche Bestellungen unterwegs mobil erfassen sollte. Das heißt, ich habe eine Preisfindung, ich kann Cross- und Upselling-Funktionalitäten mit einbauen. Ich kann aber auch sozusagen meine App hernehmen und die meinem B2B-Kunden, zum Beispiel einem Händler, zur Verfügung zu stellen für seine Filiale. Das heißt, ich habe gewisse Module und Funktionalitäten für diese Zielgruppe. Wenn ich eine Pulumana-Ausprägung für Servicekräfte habe, dann spreche ich normalerweise über andere Funktionen und Programme und Bausteine. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, eine technische Dokumentation entsprechend, also im richtigen Format dann mitzunehmen. Ich kann einen Konfigurator zum Beispiel einbinden. Und so geht es weiter sozusagen über verschiedene Funktionen, andere Module. Klassiker sozusagen für mobile Anwendungen sind alle Scannerfunktionen zur mobilen Datenerfassung, sei es ein Barcode-Scanner oder ein Visitenkartenscanner, bis hin zur Möglichkeit, zum Beispiel bei einer Servicekraft dann entsprechende Video- oder Fotodokumentation zu erstellen am Serviceort. Ich habe so und so die Maschine gewartet, ich mache ein Foto davon und erstelle einen Videoservicebericht zum Beispiel. Das sind alle nur Beispiele, um ein Gefühl zu bekommen, welche Möglichkeiten im Alltag von einem Außendienstmitarbeiter gegeben sind und welche einzelnen Funktionen sich ein User im B2B bei uns aussuchen kann, um seine optimale App zusammenzustellen. Es geht weiter bis hin zur Berichterstattung. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, es gibt ein Modul für Besuchsberichte, eine Mini-App für Checklisten, Umfragen, bis hin zu einer BI-Integration, wo wir die Möglichkeit haben, sämtliche BI-Tools zu integrieren, um zum Beispiel eine verbesserte Vertriebssteuerung dann in der App zu ermöglichen. So. Alle diese Beispiele, um zum Punkt zu kommen, jetzt legen wir uns auf den Prüfstand und überlegen, wie gut sind wir gerade auf dem Weg zur Super-App? Gut, wir haben einige Eigenschaften von Super-Apps. Das heißt, wir bündeln verschiedene Services in einer App,
die den Alltag einer gewissen Zielgruppe abbilden. In unserem Fall sind es Außendienstkräfte im Vertrieb und Service. Ja, und das sind Mitarbeiter mit einem sehr hohen Mobilitätsanteil. Sie sind viel unterwegs bei den Kunden per Definition. Und für die ist Mobile First super wichtig. Also es geht nicht darum, eine Desktop-Applikation zu haben, die irgendwie auf Mobile läuft. Nein, da geht es wirklich um Mobile First. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Außendienst die ausgeprägte Anforderung der Offline-Fähigkeit. Man möchte, dass alle diese Inhalte und Funktionen auch offline funktionieren, damit der Außendienstmitarbeiter immer zuverlässig arbeiten kann. Das geht nicht ohne weiteres durch eine Webintegration von Inhalten. Da muss man einfach in einer mobilen, nativen Umgebung ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Und das sind USPs. Das heißt, wir haben wirklich Mobile USPs. Wir haben Alleinstellungsmerkmale für den mobilen Nutzer. Und die steigern die Attraktivität von diesem mobilen Produkt. Und das ist nicht nur die Offline-Fähigkeit, sondern es ist eine andere Fähigkeit, was Super-Apps haben. Wir verknüpfen Daten. Wir verknüpfen Daten aus verschiedenen Systemen. Ihr seht hier eine Oberfläche. Hier sehen wir beispielsweise Produktbilder aus einem PIM-System. Wir haben einen digitalen Produktkatalog, wo auch ERP-Informationen beinhaltet werden, wie Lagerbestände oder Lieferverfügbarkeiten, Preisinformationen. Ich habe Kundendaten, die aus einem anderen System stammen können, die können auch aus dem ERP kommen oder zum Beispiel aus einem CRM-System. Und das ist für den Nutzer aber absolut egal, weil die Daten so aufbereitet werden, dass sie im Kontext von seinem Geschäftsprozess Sinn machen. Er muss nicht überlegen, jetzt will ich mich auf ein Kundengespräch vorbereiten, ich brauche Kundendaten, jetzt mache ich die CRM-App auf und gucke mir die Kundenstammdaten, wer war mein Ansprechpartner, was war die letzte Verkaufschance und dann will ich sehen, was hat der Kunde bei mir alles gekauft. Ah, da muss ich aber ins ERP gehen, da mache ich sozusagen Login, SAP, ich gehe rein, gucke mir die Auftragshistorie an. Das wird alles sozusagen aufbereitet, verknüpft und genau über eine App zur Verfügung gestellt. Also intelligente Datenverknüpfungen, Modularität, verschiedene Module, die man sich zusammenstellen kann. Alle Zutaten, die eigentlich schon in Richtung Super-App gehen. Was fehlt uns, warum wir noch keine richtige Super-App sind? Naja, bei Super-Apps ist wirklich ein entscheidender Punkt, dass der Nutzer selbst entscheiden kann, ich habe es am Anfang gesagt, was er braucht, was er nutzen will, welche Module, welche Funktionen, welche Mini-Apps, wann er sie braucht und dass er flexibel sie hinzufügen kann, löschen kann. Das ist was, was in der heutigen B2B-Welt nicht wirklich vorgesehen ist, auch technisch natürlich anspruchsvoll ist. Das heißt, oft wird auf Management-Ebene von der Vertriebsleitung, bei uns von der Serviceleitung entschieden, so sieht unser Prozess aus und alle meine Außendienstmitarbeiter bekommen diese Polumana-Module dazu. Punkt aus. Das heißt, es ist noch ein Weg dahin, natürlich auch wirklich den Nutzer dazu zu befähigen, im B2B-Umfeld flexibel zu entscheiden, was er in seinem Alltag braucht. Und natürlich auch das Thema Ökosystem. Wir haben ja vorher gelesen, so und so viele Millionen Apps, die für WeChat entwickelt wurden. Also auf dieses Niveau werden wir uns wahrscheinlich nie entwickeln können. Dennoch ist der Weg zu einer richtigen Super-App natürlich dadurch geprägt, dass wir zusätzliche Integrationen durchführen und dass wirklich auch andere Anbieter immer mehr ihre Applikationen in einem Polumana-Umfeld abbilden. Das heißt, dass sie native Mini-Apps für Polumana entwickeln, so gesagt. Und das Thema steckt sicherlich noch in den Kinderschuhen. Das ist ein bisschen eine Henne-Ei-Problematik. Apps, die eine gigantische User-Basis haben, wie Teams, oder WeChat tun sich vielleicht ein bisschen leichter als wir. Wir müssen hochspezialisiert für unsere Zielgruppe dann natürlich die richtigen Partner finden, die auch Mini-Apps für Polumana entwickeln. Und somit komme ich zu meiner schon letzten Folie von heute, um ein bisschen einen Ausblick zu geben. Wir sind hier auf einer CSP-Veranstaltung. Wir sind ein Azure-Anbieter. Das heißt, wir sind alle ein bisschen Microsoft-affin. Und ich wollte zeigen, wie heute schon und zukünftig meiner Meinung nach noch mehr die Microsoft-Tools und Technologien sich dazu eignen, genau Mini-Apps zum Beispiel
für Polumana oder für ähnliche Super-Apps sozusagen zu entwickeln. Also gucken wir uns mal an. Microsoft-Produkte bieten heute schon, dass es das schon gibt, eine gigantische Flexibilität für uns als Bluezone, aber als auch Partner von uns, die diese Technologien und Tools beherrschen, um anwenderspezifische Mini-Apps zu bauen. Das heißt, wenn wir bei Polumana über Besuchsberichte oder Serviceberichte oder Umfragen und Checklisten sprechen, dann sprechen wir über Mini-Applikationen, die wir auf Basis von Microsoft Forms gebaut haben. Microsoft Forms ist ein super Tool, super flexibel, das ermöglicht uns sogar den Endkunden, also Ihnen als mittelständisches Unternehmen, Ihre eigenen strukturierten Formulare, Besuchsberichte, Serviceberichte, Umfragen, Checklisten und so weiter zu gestalten und diese durch ein Mini-Programm in Polumana, diese mobil und offline fähig auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt wirklich für ein mobiles Nutzererlebnis optimiert. Wir nehmen zum Beispiel Kunden- und Kontaktdaten aus Teams und Outlooks, um die Mini-App-Touren und Routenplanung, unser Mini-Programm-Touren und Routenplanung zu bauen. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir das andersrum gemacht haben, dass wir die Outlook-basierte Touren und Routenplanung in Teams als Mini-Programm eingebaut haben. Wir nutzen die Teams-Funktionalitäten, die Anruf-Funktionalitäten, um Remote-Selling und Remote-Support zu unterstützen. Das heißt, hier steht Hybrid-Selling, aber das trifft genauso auf den technischen Service-Bereich zu, die Möglichkeit aus der Ferne sich ein Problem anzuschauen und einen Lösungsvorschlag auszuarbeiten. Wir nutzen Power BI. Power BI ist die Basis für unsere Cockpit-Funktion zur Vertriebssteuerung in Polumana. Das heißt, auf Basis von generischen Tools wie Power BI kann man sehr spezifische Mini-Funktionen für diese Nutzergruppe in Polumana anbieten. Und ein weiteres Beispiel, sehr mächtiges Tool, SharePoint natürlich als Datenablage. Das kann hergenommen werden als Basis für vertriebsunterstützende Funktionen, Sales Enablement oder für Marketingkampagnen, die auf dieses System aufbauen. Das heißt, wir zählen und setzen stark auf Microsoft, auf den Microsoft Stack. Unsere Polumana App ist selbst eine Azure-Applikation natürlich, um dann zusammen mit anderen Microsoft-Technologien und Tools eine leichtere Plattform zu schaffen, mit geringem Aufwand neue Mini-Programme, neue sinnvolle Funktionen für unsere Zielgruppe, für unsere Nutzer anzubieten. Und somit bin ich auch schon am Ende angekommen, lieber Dirk, lieber Zuhörer. Ich hoffe, das hat uns allen ein bisschen zum Nachdenken gebracht über diesen spannenden Trend, wo ich mir sicher bin, dass viel bewegen wird in den nächsten Jahren, je mehr sich auch tatsächlich das Nutzenverhalten Richtung Mobile entwickelt. Und genau, ich würde mich freuen, jetzt gleich Fragen zu beantworten oder gerne auch im Nachgang jederzeit. Ich habe hier auf der letzten Folie meine Kontaktdaten. Gerne direkt auf mich zukommen oder über Dirk. Wenn Sie sagen, Mensch, das, was wir gesehen haben, wir haben in ähnlicher Richtung gedacht oder wir suchen tatsächlich schon längst nach so einer Lösung, um Daten zu verknüpfen oder wir haben eine ganz andere verrückte Idee, das hat mich zum Nachdenken bewegt, wie wäre es mit einer Super-App, die diese Daten im B2B-Umfeld verbindet. Jederzeit, ich bin für jedes Gespräch offen bei solchen Innovationsthemen. Hilft es immer, die Köpfe zusammenzustecken und ein bisschen zusammen zu spinnen. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, das Gespräch mit Ihnen auch nach dieser Websession fortzusetzen. Dirk. Ja, super, super, Emanuel, danke. Genau, also da rufe ich auch nochmal zu auf, gerne auf den Emanuel zugehen im Nachgang. Ich glaube schon, dass es ein super spannendes Thema ist und ich glaube, WeChat hat bestimmt auch mal klein angefangen, Emanuel. Insofern bin ich sicher, dass Polumana da auch noch stark wachsen wird auf jeden Fall in Zukunft. Aber genau, da wir jetzt keine Fragen haben, bleibt mir nichts weiter als dir zu danken, allen Teilnehmern zu danken
und euch allen noch einen schönen Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis zusammen. Schönen Tag. Tschüss.